Hi. Hey. Worauf sitzt du denn da? Auf Erde. So viel Erde. So viel Erde. So viel Erde hochgeschleppt. Die muss jetzt aber auch noch da rein. Ja, das sieht so viel aus. Ja, schauen wir mal. Ansonsten, wenn es zu viel ist, muss halt der Rest wieder runter. Dann schmeiß ich es runter. Nein, in den Garten. Magst du einräumen? Ja. Löcher haben wir auch schon gemacht. Zeig mal. Da hinten. Du faule Sau, steh auf! Da sind Loch. Okay, sehr spektakulär. Ja, wir haben hier. Und da vorne. Und hier. Ein Loch. Ein Loch. Und da kommt dann was drunter und dann fangen wir das Wasser auf. Weißt du, was toll ist? Und dann können wir das Wasser wieder reinfüllen. Genau. Und dann wieder auffangen. Genau. Wahnsinn. Ein Kreislauf. Ein Kreislauf, wie in echt. Sehr gut. Jetzt muss erstmal Erde rein. Ja. Jetzt kommt erstmal Fundierung rein. So, jetzt bräuchte man so Salatpflänzchen, die man rein... Kannst du uns noch fragen? Ja, das schmeckt mich noch. Boah. So sieht es natürlich nochmal ganz anders aus, wenn was drin ist. Ja. Und, happy? Ja. Super geworden. Bisschen was ist übrig, aber... Ich hatte auch Volumen berechnet bis hierhin ungefähr und die Erde ist irgendwo da. Also wäre wahrscheinlich nichts übrig geblieben, wenn man es ganz voll gemacht hätte. Das ja, und, das meinst du? Ja. Und wir müssen ja die Kästen auch noch befüllen. Ja, und einen haben wir, glaube ich, auf jeden Fall zu viel berechnet oder eineinhalb. Und es sind nur noch vier da, also. Ja, wir können ja den noch reinmachen. Ich dachte, den wolltest du für die Erdbeeren. Ah, da kauft man dann einfach einen. Ja. Wir wollen eh nur Erdbeeren. Ja, dann hau rein. Wasser! Bist du auch? Ich schau dir zu. Ich meinte eher, ob du Wasser brauchst. Achso, nein. Nee. Oh. Aufpassen, dass du nicht zu sehr runtergießt, nicht, dass da unten jemand steht. Wie viel? Ja, schon ein bisschen ordentlich. Ein bisschen ordentlich. Ja. Gut. Oh. Es müsste nur noch was wachsen. Kommt noch. In 1-2 Wochen kommen die ersten Keimlinge. Ich glaube, das passt. Cool.
Guck mal. Hier einmal abgeschnittene Frühlingszwiebeln. Voll krass. Ins Wasser gesetzt und die wachsen wieder. Also die waren hier sieht man es. Abgeschnitten. Die waren sehr abgeschnitten, komplett. Man konnte den sogar beim Wachsen zusehen, so schnell ging das. Und jetzt kriegen die ihren. Jetzt setzen wir die mal hier ein und schauen mal, was passiert. Yay! Schauen wir mal. So, oder? Ja. Da. Ja. Stabil. Ja. Mal hier ein bisschen Abstand. So. Wenn sich noch ein bisschen ausbreiten kann. Also wenn es genauso unkrautmäßig wächst wie Schnittlauch, dann dürfte dem jetzt die nächste Kälte nichts ausmachen. Dann kann man, brauchen wir nie wieder Lauch kaufen. Wieder Lauchzwiebeln. Wie schön. Sie freut sich. Ja, ich hätte jetzt wieder gerne noch Salat und so. Ja, müssen wir noch ein bisschen warten. Klar, für sich das. Wo hätten es denn Kresse? Soll ich nicht. Einfach hier ein bisschen ja, was hinmachen? Genau. Probieren wir mal aus. Kresse. Das ist Kresse. Mhm. Sowas ist auf dem Brot voll geil. Ja, das stimmt. Ein bisschen Salz, Frischkäse oder Butter. Ist auch ein tolles Gewürz. Also für Soßen und so. Ja, oder Salat. Das stimmt. Breitwürfig. Dann werfen wir mal ein bisschen, oder? Ja. Das ist wahrscheinlich schon zu viel, oder? Ich glaube, das passt. Man soll das einfach nur so drauf? Ja, oder vergraben? Oh, in der frostfreien Zeit. Im Freien oder im Gewächshaus? Naja, in der, ich glaube, an der Hauswand wird es nicht frosten. Sonne oder Halbschatten auf jedem lockeren, durchlässigen Gartenboden, in Töpfen oder Kästen. Kresse ist ein Lichtkeimer. Ah, wird nur auf die Erde gestreut, angedrückt und feucht gehalten. Okay, feucht halten. Das können wir nicht so gut. Nee. Aber jetzt haben wir ja einen Schlauch. So, andrücken. Toll. Andrücken. Drücken wir mal an. Wobei aus jedem Sämchen wahrscheinlich nur ein so ein Kresse-Ding rauskommt, oder? Das kann sein. Wobei hier schon steht breitwürfig, so. Was auch immer das heißt. Ach, das kriegt bestimmt mehrere. Wir finden das noch raus, wir lernen das noch. Das, so. Das schauen wir noch. So, jetzt musst du nur die Vögel fernhalten. Ja. Jetzt ist die Erde. Oh, Erde. Haben wir schon ein Stück Zaun hier oben? Nee, ne? Zaun doch da hinten. Ja, dann können wir das ja da drüber legen. Ja, aber der Zaun reicht nicht aus, dass sie da picken wird. Na, ach so. Hier so. Ach, das meinst du? Nee, das ist, glaube ich, noch nicht hier. Hier ist nur das Lockere. Okay, schauen wir mal. So, was haben wir noch? Warte, ich muss das einmal zuklipsen, sonst komme ich bestimmt dagegen und es ist überall hier verstreut. Da wächst überall Kresse. Rucola. Rucola oder Rauke. Ich liebe Rucola. So. Schneller Wuchs, intensiv würzig, Geschmack. Die ersten Blätter können nach 4 bis 6 Wochen nach der Aussaat geerntet werden. Was? Das dauert mir zu lang. Sonne, feucht, nährstoff- und humusreich. Hier steht sonst nichts weiter. Nie austrocknen lassen. Rucola ist ja auch so ein typisches Ding, wenn man so eine Packung kauft, da tut man immer 3/4 wegschmeißen, weil man das gar nicht alles braucht. Richtig. Das ist voll ätzend. Deswegen ist es ganz cool, wenn das hier so ein bisschen wächst. Und dann hier so hin, oder wie? Ja, jetzt überlege ich, wie viele Pflanzen waren das? 100 Pflanzen, das sind nämlich nicht so viele Samen. Ja. Vielleicht sind es genau 100 Samen, keine Ahnung. Ja, passt schon. So? Ja. Da steht jetzt in einem Abstand von 5 mal 20, ach so, also in so in Reihen wahrscheinlich. Da steht jetzt aber nicht, ob eingraben oder nur drauflegen, oder? Wahrscheinlich. Die sieht man ja gar nicht. 5 cm Abstand. Oh, das waren 2. Ja. Wo war ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Da das sieht man doch gut, hier ja. gar nicht. Da, sehr gut.
Jawohl. Passt schon. So. 20 cm, das ist ja bis hier rüber. Ja, ja, wenn die ein bisschen enger liegen, das ja, macht nichts. Das schaffen die schon. Das ist immer, ich finde das immer voll übertrieben. Dann soll ich hier noch eine Reihe dazwischen ja. machen? Ja, gib ihn. So, großzügig hier. Ein paar werden dann auch nicht kommen. Ja, und das stimmt. Das. Hui. Filmst du meine Fliege? So. So, ja, dann haben wir bis ungefähr hier hin. Wahnsinn. Schön. Unsichtbare Schönheit.